Jetzt ist die Frage, wie mache ich das? Also beim ersten Mal, wenn ich mit dem Kunden mich unterhalte, sollte ich ihm sagen, so schaut es aus. In Composite ist es einfach, da sprechen wir über eine Endprämie. Ja? Bei Personenversicherung sollte ich das vielleicht ein bisschen differenzieren oder vielleicht ist es Ihnen auch lieber, wenn Sie das differenzieren. Und deswegen könnte man Folgendes machen. Man könnte sagen, lieber Kunde, schau her. So setzt sich der Beitrag, ich mache es jetzt an der Rente oder Kapitallebensversicherung oder Fondspolizei, so setzt sich der Beitrag grundsätzlich mal zusammen in einen Monatsbeitrag. Sie können auch sagen, in der Bewertungssumme, in der Gesamtbeitragssumme, sind Kosten, und zwar Vertriebskosten, zwischen 10% und 15% enthalten. Das ist ein Faktum, das können Sie nachlesen, wenn Sie sich mit der Kalkulation von Versicherungstarifen beschäftigen, erfahren Sie es. Sie können das nachlesen bei uns auf der Website, da finden Sie ein Urteil vom BGH, 20. Januar 2005. Da wurde ein Makler in die Zange genommen, eigentlich ist es kein Makler, das ist Atlantic Lux, das ist ein böses Unternehmen, aber also für uns tun die viel Gutes, zwar hier, das ist die andere Seite der Medaille. Die haben nämlich alle paar Jahre ein, zwei Urteile am BGH und bereiten unseren Weg. Finde ich ziemlich cool. Ja. Also auch ihr. Und die wurden da in die Zange genommen, weil sie 78,9 Promille Honorar genommen haben. Also schon reichlich. Und dann sind die angegriffen worden, ob denn ein solches Honorar, eine Provision von 78 Promille sittenwidrig hoch ist. Und dann ist der BGH hergegangen und hat gesagt, naja, wir haben es da mit einem Nettotarif zu tun. Die Vertriebskosten werden separiert. Jetzt gucken wir doch mal, was üblicherweise in so Versicherungstarifen drin ist. Und dann schreibt der BGH wörtlich, also die streitgegenständlichen 78,9 Promille oder 7,89% sind eher geringer als allgemein üblich. Geringer als allgemein üblich. Das bedeutet, allgemein üblich müssen die Vertriebskosten in einem Versicherungstarif mal höher als 8% sein. Jetzt, wenn Sie wissen, dass zum Beispiel auch deutsche Versicherer in Österreich Quotagen ab 60 Promille aufwärts bezahlen, das ist so in Österreich, das ist ein ganz anderes Provisionsgefüge als bei uns, dann ist Ihnen klar, dass die auch mit 80 Promille zurechtkommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Tarife sind so kalkuliert, dass in der Regel zwischen 100 und 150 Promille Vertriebskosten drin sind. Die brauche ich auch, wenn ich heute einen ganz, ganz großen 3-Buchstaben-Vertrieb 70 oder 90 Promille um die Ohren haue, dann muss ich ja auch noch ein bisschen was für meine Leute haben, ja, da gibt es ja auch noch drei. So, das zahlt Ihr Kunde. Also mache ich Folgendes, ich sage zum Kunden, schau, das ist üblicherweise in so einem Vertrag drin und jetzt machen wir Folgendes, ich habe das neulich mal beim Kunden gemacht, da hatte wir diese Vertriebskosten rausgenommen aus dem Vertrag und er hat mich separat bezahlt und dann ist das da passiert. Das ist noch an den Versicherer gegangen und das ist dann an uns gegangen. Wenn ich mich dann um Ihre Altersvorsorge kümmere, dürfte ich so ein Modell auch mal bei Ihnen zeigen? Was sagt denn Ihr Kunde da? Ja, das ist jetzt für die visuellen Typen. Sie können das auch anders machen, indem Sie das im Zahlenwerk machen. Jetzt will ich gerade mal da schnell rein, da gehen wir nämlich gleich rein in die Zahlen. Okay. Ich fange immer so an, dass ich zu den Kunden sage, können Sie sich vorstellen, dass Sie am Anfang ein bisschen mehr bezahlen, damit es am Ende weniger kostet? Jeder Kunde, der halbwegs mitdenkt, sagt, Hinrad, da bist du jetzt falsch abgebogen, das geht nicht. Dann wissen Sie auch, der Kunde ist bei Ihnen, ja, und denkt jetzt schon an die Sportschau.
Solche Spielmittel benutze ich ganz gerne, schicke die Kunden in die falsche Richtung los, damit die sagen, hey, das ist verkehrt. So kann ich abprüfen, ob ich ihn schon einschläfe oder ob er einfach mir noch folgen kann. Ja. So, und dann machen sie folgendes und sagen, also in Zahlen, ich hatte neulich einen Kunden, der wollte eine Rentenversicherung haben und dann habe ich am Markt geguckt für ihn. Und dann habe ich etwas gefunden für die Rente, die er braucht monatlich. Und da wäre der Beitrag pro Monat 160 Euro gewesen. Und zwar 37 Jahre lang. Und ich habe ihm vorgeschlagen, das machen wir mit diesem neuen Modell. Ja, dann kostet es nur 199 Euro. Macht es Sinn für dich? Und dann hat der Kunde gesagt, nee, es ist doch mehr. Sag, ah ja, die 199 Euro, die zahlst du 3 Jahre und danach kostet es nur noch 124 Euro und zwar 34 Jahre. Und dann gebe ich meinem Kunden einen Taschenrechner und dann lasse ich ihn das ausrechnen. Sag ich, jetzt rechne mal nach. 160 mal 12 mal 37, 57.600, ich schreibe 57 hin oder schreibe 600. Und dann lasse ich ihn rechnen, 199 mal 12 mal 3, ab in Speichern, 124 mal 12 mal 34 und dann kommen da irgendwas 47.300 noch was raus. Welches Modell wird dir denn lieber, Kunde? Und dann sagt er, das da. Sag ich, okay, dann darf ich das beim nächsten Mal auch berücksichtigen. Mit so einem schematischen Vorgehen holen Sie sich das unbedingte Ja vom Kunden. Da können wir uns gern mal drüber unterhalten. Ja? Also, das ist easy. Damit holen Sie sich vom Kunden das Ja und dann können Sie, wenn Sie wiederkommen, alles Mögliche mit dem Verhandlungsstück. Ihnen ist klar, dass die Differenz zwischen 124 und 199 Ihre Honorar ist. Das ist klar, ne? Okay.